In diesem Video geht es um die besten Allesschneider. Der Qualitätssieger in unserem Allesschneider-Test geht an den Greff G52. Beim Allesschneider E16 Duo Plus ist neben dem Wellenschliffmesser ein zusätzliches glattes Schinken-Aufschnittmesser im Lieferumfang enthalten. Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl. Für den Kurzbetrieb wird der Schalter auf Position 2 gedrückt. Das Rundmesser läuft, solange der Schalter in dieser Position gedrückt bleibt. Für den Dauerbetrieb wird der Schalter auf die Position 1 gedrückt. Der Schlitten des Allesschneiders E16 Duo Plus kann bei übergroßem Schneidgut oder zur Reinigung problemlos abgenommen werden. Ein Allesschneider mit allen Vorzügen der schräg gestellten und stabilen Metallbauweise. Kompakt und handlich wird diese kleine Schneidemaschine mit allen anfallenden Schneidarbeiten spielend fertig. Die Schneidgutauffangschale wird unterhalb des Rundmessers platziert, so dass darauf die geschnittenen Scheiben fallen. Die Schnittstärke ist von hauchdünn bis ca. 20 mm präzise einstellbar. Durch die stufenlose Schnittstärkeeinstellung lässt sich das Schneidgut in appetitliche Scheiben schneiden. Hier steckt Power drin. Der Allesschneider E16 Duo Plus wird durch einen 65 Watt Eco-Motor angetrieben, der im Vergleich zum Vorgängermodell 20% sparsamer und trotzdem 50% kraftvoller ist. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Ritter Allesschneider E16, das frisches Essen schmackhaft und nachhaltig zubereiten, das fängt schon beim Schneiden an. Mit ihrem kompakten Design findet die G52 Platz in jeder Küche. Sie ist für jeden gedacht, der Wert auf eine frische und gesunde Ernährung legt. Das Wellenschliffmesser mit einem Durchmesser von 170 mm eignet sich gut für Käse, Aufschnitt, Obst oder Gemüse und auch insbesondere für Brot mit harten Krusten. Die Messerabdeckplatte hält das Schneidgut vom Messer fern. Die Rillen auf der Oberseite unterstützen die Leichtgängigkeit und sorgen für gleich starke Scheiben. Der Schlitten ist stabil und großzügig. Über die gesamte Schnittlänge wird so auch Großes und Schweres geschnitten. Über die stufenlose Schnittstärkeneinstellung von 0 bis 20 mm lassen sich alle Schneidgüter nach Belieben von fein bis dick aufschneiden. Der Gleichstrommotor Eco Power Motion spart Energie und ruft nur die Leistung ab, die benötigt wird. Der Preis-Leistungs-Sieger in dem Allesschneider-Test ist der Severin AS 3915. Ein Allesschneider mit allen Vorzügen der schräg gestellten und stabilen Metallbauweise. Kompakt und handlich wird diese kleine Schneidemaschine mit allen anfallenden Schneidarbeiten spielend fertig. Der Schlitten des Allesschneiders E16 kann bei übergroßem Schneidgut oder zur Reinigung problemlos abgenommen werden. Für den perfekten Schnitt sorgt das Wellenschliffmesser aus rostfreiem Edelstahl. Es empfiehlt sich für den Einsatz jeder Artikel. Die Schneidgutauffangschale wird unterhalb des Rundmessers platziert, so dass darauf die geschnittenen Scheiben fallen. Zum Servieren des Geschnittenen eignet sich die praktische Schneidgutauffangschale aus hochwertigem, pflegeleichtem Kunststoff. Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl. Für den Kurzbetrieb wird der Schalter auf Position 2 gedrückt. Das Rundmesser läuft, solange der Schalter in dieser Position gedrückt bleibt. Für den Dauerbetrieb wird der Schalter auf die Position 1 gedrückt. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.